Okay, wunderschönen guten Morgen. Have a beautiful good morning. Good morning. Lasst uns einstimmen, jetzt tunen. Okay, dann bring wieder deine rechte Hand aufs Herz, bring your right hand into your heart. Und find deinen schwachen Finger, find your weak finger for today. Fühl das für einen Moment. Just for a little moment, feel it. Und dann atme ein, inhale. Or,
and Atma. Inhale. Und atme aus und entspann die Position. Exhale and relax the position. Fühl die Veränderung und auch den Unterschied, wo wir jetzt etwas länger gechantet haben. Just feel the change and also the difference as we chanted a little longer. Zurück, slowly come back. Okay. Heute Morgen machen wir eine, finde ich, eine sehr spezielle Praxis, die wir auch eine ganze Zeit mit Guru Dev gemacht haben. So today we do kind of a special practice we've done also for a while with Guru Dev. Und die arbeitet sehr stark an deiner projizierenden Kraft. And this works very much on your projective power. Auch wirklich spannend, insgesamt für deine meditative Praxis, aber auch für deine Satnamasayan-Praxis. Yeah, but it's also very interesting for your meditative practice, also for your practice of Satnamasayan. Und zwar kommst du in diese Position. Yeah, you come into this position. Und du... Ich zeige dir ganz kurz die Bewegung, die du dann einmal machen wirst gleich. Und zwar wirst du dann langsam deine Finger öffnen. Und während du die Finger öffnest, bringst du alle Energie und Kraft in deine Fingerspitzen. Dann hältst du oder erlaubst du dem Rest deines Körpers zu entspannen. So what you're going to do in a moment is you're going to open your fingers. You're going to bring all the tension into the tip of your fingers, you really tense them. And while you do this, you relax the rest of your body. The eyes are just closed. Yeah. Okay. Und dann chanten wir Hare Hare Gobinde. Wir werden heute recht viel mit diesem Klangstrom arbeiten. Yeah? Then we're going to chant Hare Hare Gobinde. And I think we're going to have quite some... a few experience where we're going to work with the sound current. Okay. Dann komm in diese Grundposition. Schließ deine Augen. Close your eyes. Wirklich gewahr, very awarely. Dann langsam öffne die Finger. Open the fingers. Bring die Spannung in die Finger. Bring the tension into the fingers. Und die Finger zeigen gerade nach vorne. No? The fingers will point straight to the front. Augen geschlossen und entspannt. The eyes are closed and relaxed. Und du hast das Mudra in der Höhe des Gesichts. Yeah? You have the Mudra in the height of your face. Weiter unten passiert was anderes. No? If you have it lower, something else will happen. Und dann nimm den Klangstrom auf und chante vom Nabel aus.
And then take the sound current and start chanting from your navel. Thank you.
Atme ein, inhale. Mach die Finger noch fester. Tighten the fingers even more. Und atme lang und tief. And start breathing long and deep. Körper weit und entspannt. The rest of the body vast and relaxed. Lass die Energien jetzt absolut frei. Let the energies be absolutely free. Dann atme ein, inhale. Leg die Hände aufs Herz, put your hands on your heart. Lass den Atem frei, let your breath be free. Lass dich absolut frei, let yourself be completely free. Und lausch und listen. Call, 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 call
Beiß deine Backenzähne aufeinander. Now interlock your molars. Und atme lang und tief. And breathe long and deep. Wirbelsäule gerade, spine straight. Zieh das Kinn leicht an, weil du möchtest wirklich, dass der Schädelrand sich öffnet. Gently tuck in your chin. You really want the back of your neck to open. Dort, wo die Wirbel, there where the spine and the skull meet. Dann atme tief ein, in the deep. Tiefer aus, deeply out. Ein, aus, ein, aus, ein, out, in und vollständig out, completely out. Halte aus, hold out. Beiß die Backenzähne, interlock the molars. Und ein, inhale. Und entspann, relax. Und wirklich nimm Notiz von deinem momentanen, von deiner momentanen meditativen Präsenz. Sei dir dessen wirklich gewahr. And now really, really note. Take note of your presence in this moment. Die Augen absolut entspannt. Durch die geschlossenen Augen in die Weite. Eyes completely relaxed to your closed eyes into the space. Fühl deine Präsenz und die Art, wie dein, sagen wir mal, Frontallappen, der Bereich, wenn du durch die Stirn in die Weite schaust, stimuliert ist. Take note of your presence, in the same time how you stimulated your frontal lobe, and can recognize this by the gaze through your forehead.
Entspannen, 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 entspannen. Really, really relax. Das Wirken ohne festzuhalten. This happen without touching yourself. Sehr, sehr powerful. This is a very powerful state. Lausche auch weit, so listen, into the vastness. Trotzdem absolut präsent in deinem Körper, at the same time completely present within your body. Sei dir sehr gewahr, dass was auch immer in dir und um dich herum auftaucht, in dir als Bewusstsein auftaucht. Du bist präsent, aber du trennst nicht zwischen innen und außen. Be very aware that whatever appears within you and around you is happening within you as consciousness. Do not separate in and out, but maintain this presence within your body. Lockere dich leicht, now gently loosen yourself. Trink ruhig einen kleinen Schluck.
Okay. Und jetzt einfach nur ein kleines Bonbon, weil wir noch die Zeit haben in our little Bonbon, because we still have the time. Ich habe zwar andere Pläne, aber ich glaube, dann würden wir uns überstimulieren. I had a little other plans, but I would say it would overstimulate a little bit. Von daher, bring diese beiden Gyan Mudras vor deinem Herzen zusammen. Ein kleines Geschenk von Gurudev. Ja? It's a little gift of Gurudev. Ganz leichten Zug, very gentle pull, so dein Herz spürst, so you feel your heart. Und entspann absolut and completely relax. Und lass diese projizierende Kraft, die jetzt immer noch da ist, nach dieser Kriya einfach da sein. Let this projective power, which you just feel after this practice, just be there. Und dann lausche, and then listen. Von dem Klang जिन्हें तू सेविया
Satna. Da hätte ich fast die Zeit vergessen. I was just about to forget time. Wow. Okay. Ich weiß nicht, ob du den hier rauskopieren kannst, aber ich schicke dir einmal schon mal den Link für, aber wir posten das auch in den nächsten Tagen und schicken euch das auch zu, denke ich mal. Aus unserem Sommercamp heraus übertragen wir ja das Satna Live jeden Morgen. Das wird dann immer von 6 Uhr an sein. Das geht los, wenn unsere Meditation endet. Und dann machen wir weiter mit der Arbeit mit dem Herzen oder kehren nochmal zurück. Ja?
So, this is the link for, I don't know, I hope you can copy it out of this. Because we're going to have the Sadhana live from our retreat. It starts at 6, and there we're going to work again with the heart, like we did in the last morning meditation. No? Und die nächste Morgenmeditation ist auch schon online. The next morning meditation is also already online. Da schicke ich dir auch den Link. Das ist einfach auf unserer Turiya-Seite. Das ist on our Turiya-Page. Okay. Morgen, Sven, ich hätte eine Frage. Und zwar zu dem Chande von dem Har Gobind und so weiter. Wirklich nur noch innen, ne? So ganz leise noch innen. Oder wie chantest du das? Ja, genau. Also du chantest das mit der Zungenspitze. Einer schon mit der Zungenspitze am Gaumen. Und es geht tatsächlich darum, den inneren Körper damit zu vibrieren. Ja? So, das ist wirklich das, was du finden möchtest. Eigentlich stimulierst du mit dem Har den energetischen Nabel und das Gobinde ziehst du in den Zentralkanal. Har, 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 har. Okay. Direkt. Okay, danke. So, this was about the Harar Gobinde and what you actually do with the Har is stimulating the energetic navel. And you do this with the tip of your tongue. Almost, it's almost touching the upper palate actually with this one in the morning, no? And then you pull the energy into your central channel. Das aber auch bei der zweiten, die wir heute gemacht haben, ne? So die Art zu chanten. Immer, okay. Ja, dann hast du wirklich den Effekt, no? Okay. So, du kannst es natürlich auch nach außen singen, ne? Das ist dann mehr so dieses Devotionale, ne? Oder Bhakti. Aber wir wollen damit natürlich unser Energiesystem stimulieren. Und wenn du in dieser Position bist, du hast die ganzen, alle fünf Elemente auch nach vorne gerichtet in dieser Weise, dann bringst du diese Energie ja schon in diese projizierende Kraft sehr intensiv. Ne? So when you are in this position, basically you're already bringing the energy into this projective power. Ja, das heißt, dass diese Kriya dir die Kraft gibt, alle Dimensionen zu betreten. So they say that this Kriya gives you the power to enter all dimensions. Und ich denke, eventuell hatten wir die Chance, diesen Space, diesen projizierenden Space zu erfahren, von dem aus du deine Aufmerksamkeit überall hinrichten kannst. Ja, das fand ich heute Morgen sehr eindrucksvoll. Okay, den Zoom-Link kriegt ihr noch, den schickt Carmen euch auf jeden Fall noch zu. The Zoom-Link Carmen will send you anyway. Auf den anderen drück einfach drauf, the other you just press und dann kommst du bei der Seite an. Ja. Aber ich spreche nochmal mit Carmen, dass sie euch allen, die hier in der Morgenmeditation seid, diesen Zoom-Link schickt, das macht sie sicherlich, ne? Also es ist manchmal ein bisschen schwierig hier mit dem Kopieren, das klappt glaube ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, den anderen einfach nur antippen, dann bist du schon da bei der Turiya-Seite. Okay. Und ich denke mal, den Zoom-Link findest du auch nächste Woche dann auf Facebook zum Beispiel und auf Instagram. Ja, einen Zoom-Link, you will also put it next week on Facebook und Instagram. Ich fand heute Morgen, dass die Kriya total viel mit einem arbeitet. Also ich habe nicht, sehr wahrscheinlich war auch Projektion, vor allem im Nachhinein, nach der Übung. Aber dabei hatte ich das Gefühl, also mir lief richtig der Schweiß den ganzen Körper runter, an den Armen runter, überall. Was ist das? Tja, das ist Kundalini-Yoga.
Das sind diese energetischen Transformationen. Ich meine, das ist wirklich powerful, was wir da gemacht haben, ne? Ja. Sehr, 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 sehr kraftvolle Kriya. Und auch sehr spannend, wenn du tiefer mit Sadhana sein arbeitest. Wirklich. Vielleicht machen wir die als nächste Meditation, wenn wir am Ende für die 40 Tage, ne, für die nächste Morgenmedi, dass wir die jeden Morgen machen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Praxis. Beobachte es erstmal, versuch es gar nicht so sehr zu analysieren. Ne? Ja, ich dachte erst, das ist eine Fliege oder so, aber es lief an den Armen, lief das Zeug runter. Ja, ja. Das habe ich noch nie erlebt. Du hast nicht alleine geschwitzt. Danke. Ja, gerne. Auf jeden Fall haben wir uns heute danach einen guten Kaffee verdient, ne? But today after this we really deserve a good coffee. Aber bevor es Kaffee gibt, haben wir noch was zu tun. Oops. Okay, alles eingestellt, dann kann es losgehen. Denk dran, ja? Hier, nur hier ist es fest. Der Rest ist absolut entspannt. Umso entspannter, umso besser. Auf die Nasenspitze, tip of the nose.
Dann bring deine Hände aufs Herz, bring your hands onto your heart. Atme lang und tief, breathe long and deep. Shunya. Streck deine Arme aus, stretch out your arms, Handflächen nach oben, palms up.
Die Hände wieder aufs Herz, geh ins Back to your heart und pfeife, whistle.
Atme ein, inhale. Und press deine Art, press dein Herz. Absolut Shunya, complete silence. Aus, exhale. Tiefer ein, die Blähen. Und aus, exhale. Noch einmal, last time. Und aus, exhale. Es war ein wundervoller Morgen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. No? Bis dahin.